Willkommen zum Podcast Balsam für die Seele, eine Ermutigung für den heutigen Tag. Das Gefühl der Angst kennen wir alle. Angst kann Energie rauben. Wie können wir damit gut umgehen? Mein Name ist Dieter Wendorf, ich bin Pfarrer und Seelsorger in einer kleinen Gemeinde in Südhessen und ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam ein paar Gedanken dazu vielleicht vorsichtig zu spüren. Wir alle kennen das, die Angst. Manchmal kommt sie ganz heftig, mit Zittern oder nassen Händen oder flachem Atem. Manchmal ist es nur so ein ungutes Gefühl, ich muss hier weg. Aber wenn ich mich so umschaue, welche Menschen in meiner Umgebung sich ein wirklich schönes Leben geschaffen haben, dann erkenne ich eine Eigenschaft: Mut. Es sind alles Menschen, die an der richtigen Stelle dieses ungute Gefühl oder auch dieses Zittern, die nassen Hände und das Fluchtgefühl ausgehalten haben und das Richtige trotzdem getan haben. Offenbar ist das ganz wichtig im Leben, Angst aushalten zu können und dann zu tun, was notwendig ist. Das ist Mut. Aber viele Menschen, ich manchmal auch, drehen reflexartig um, wenn sie auch nur die geringste Angst verspüren. Vielleicht vor einem schwierigen Gespräch oder vor einer Situation, in der vielleicht eventuell alte Verletzungen wieder hochkommen. Oder sie werden richtig ungemütlich, sauer und lenken ihren Frust auf jemanden, der meistens gar nichts dafür kann. Wenn Sie im Leben wirklich einen Schritt weiterkommen wollen, mehr Sicherheit haben wollen, dann ist es wichtig zu lernen, Angst auszuhalten. Man kann sich ja zum Beispiel fragen, warum ist in der Bibel über Jesus erzählt, wie er da versucht hat, Angst auszuhalten kurz vor seiner Kreuzigung. Seine Freunde sind alle eingeschlafen und das heißt bei einem Evangelisten, dass die Schweißtropfen wie Blut ihm von der Stirn liefen. Und dann wird beschrieben, wie er es ausgehalten hat, diese Angst. Offenbar in einer ganz großen Verbundenheit zu der Kraft, die uns auffängt und hält. Das heißt, dies ist offenbar aufgeschrieben worden, um deutlich zu machen, das kennt jeder. Auch der Stärkste. Entscheidend ist aber nicht, ob ich Angst habe oder nicht. Das ist etwas ganz tief in uns drin, was manchmal auch sehr guten Sinn hat, sondern wie ich dem begegne. Manchmal tut es dazu gut, ganz fest mit dem Boden sich zu verbinden, vielleicht sogar sich fest hinzustellen vor einem Gespräch, mit dem Boden verbunden und zu spüren, die Energie, mit der ich getragen werde, die Energie, die in mich hineingelegt worden ist, ganz bewusst. Denn die wertvollen und lebenswerten Dinge machen uns ja zuerst Angst. Angst ist so oft ein Zeichen dafür, dass wir etwas tun sollten, nicht, dass wir es vermeiden sollten. So wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie, wenn Sie wieder einmal Angst spüren, die Angst fragen, was willst du mir sagen? Aber auch den Mut. So wünsche ich Ihnen von Herzen, Gottes Segen, bleiben Sie gesund.